Fire Team Band. Radiant Team Pick. So, willkommen zurück in der Joint Dota League Season 4 Asia Playoffs. Winners Bracket zwischen Regal und Rafe. Rafe haben letztem Match gezeigt, dass sie die Space Cow gut drauf haben. Haben Chrissy auf dem Void genug Space gegeben, um das Ding durchzufarmen mit einem Shadowblade Faces Void Build. Und einfach nur den Battrader genervt, sodass er kein Space createn konnte. Und dann haben Rafe das Ding gut durchgezogen. Mal schauen, wie das Ganze in Game 2 läuft. Battrader ist gebannt diesmal. Trotz mehr oder weniger wenig Impact. Trotzdem hier der Respect-Bann von Rafe. Ansonsten Venge, Naga, Aix. Diesmal kein Juggernaut-Bann, dementsprechend picken Regal den direkt. Sie brauchen noch ein bisschen mehr Cheese hier, um da durchzuziehen. Und, schauen wir mal. Aber Rafe wieder mit dem Void. Hat letztes Spiel funktioniert. Mit Ancient Abrition hat dieses Spiel funktioniert. Ja. Noch ist nichts gebannt von ihrem übrigen Lineup. Von daher würde ich mal sagen, versuchen Rafe es einfach nochmal. Würde mich zwar nicht wundern, wenn es hier der Spiritbreaker gebannt wird. Aber, ja, okay. Ich würde sagen, das letzte Game lag tatsächlich sehr stark an Spiritbreaker. Ryo hat ein fantastisches Game abgezogen. Und wenn sie den bannen, wird das Ding auf jeden Fall anders laufen. Aber, tja, mal schauen, ob das hier trotzdem dasselbe Liner von Rafe wird. Oder besonders halt auch Regal da mehr drin hat. Wir hatten letztes Game ein eher tankiges Lineup, was gut durchgehalten hat, aber einfach nicht genug Stunts und Control hatte, um hier Rafe abzuhalten. Besonders Chrissy auf dem Void, der einfach durchgezogen hat. Ich glaube, es jetzt anders wird, wieder der Scareth Mage Pick. Hat im letzten Game nicht so viel Impact gehabt, hatte gute Plays, aber weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist oder war. Invoker als erster Bann. Auch gut mit dem Void zusammen. Aber mal schauen. Ich bin sehr gespannt, ob der Spiritbreaker Bann kommt. Und ich bin sehr gespannt, ob er nochmal gepickt wird. Einfach nur um. Es hat funktioniert, also go. Aber ein bisschen Zeit lassen von Rafe für den Bann. Ich weiß nicht mit Juggernaut, was ich da bannen würde. Die Lane ist an sich okay. Ansonsten, ja, genau. Einfach Imberhelden. Bisschen Panda rausnehmen. Reicht dann ganz gut. Die Bans lassen sich sehr, beide Teams ein bisschen Zeit. Troll ist tatsächlich der Bann. Okay, haben im letzten Game gesehen, besonders auch Chilling Touch und Troll Warlord Ulti ist viel. Sie haben es im letzten Game nicht benutzt, hatten Chilling Touch zwar auf Level 1 geskillt gehabt, ja, aber halt immer nur auf Level 1 gelassen. Ja, würde ich mal sagen, ist also verschenktes Potenzial. Wobei sie auch sehr viel zu dritt gegankt haben. Und ein früher Magnus hier direkt, okay. Magnus und Morphling kommt hier. Interesting. Interesting, interesting. Magnus. Mal schauen, was die noch für eine Combo haben. Generell ist es ziemlich cool, besonders gegen Juggernaut und Morphling. Da was zu haben, was durch BKB und durch Magic Immunity durchgeht. Tja. Ansonsten müssen wir mal schauen. Haben vier Teamfight. Mal schauen, ob was Rafe hier noch reinpicken kann. Könnten sowas wie eine PA nehmen. Faces Void Offlane, PA Magnus Combo und dann noch ein Support. Vielleicht ein bisschen Greedy. Mal schauen. Oder noch was anderes. Rubik. Assist Man. Okay. Omnislash-Möglichkeiten, ja, wieder. Und letztes Game hat NB einen sehr schönen Rubik gespielt. Mit frühen Blinkdagger und viel Impact im Game. Von daher bin ich gespannt, ob das jetzt durchziehen kann. Morphling außerdem natürlich ganz gut. Never Go Full Agility wird er wahrscheinlich hier nicht tun, aber ein schöner frühes Stärke-Morph ist sicher auch im Rubik sehr gut. 10 Sekunden remaining. Für Regal. Brauchen wir jetzt noch einen Support und. Ich könnte ihm Wisp Morphling. Spielt mir das. Kann sein, ja. Könnte man machen. Aber wahrscheinlich Morphling Mitte, Jugger safe. Und dann brauchen sie eine Offlane und einen Support noch. An Supports gegen Void.
Vengeful Spirit gebannt. Ja, ist nicht mehr so viel. X ist ja auch raus. Die üblichen Verdächtigen. Mal schauen, was sie hier picken werden. Haben noch ein bisschen Zeit. Können noch ein bisschen überlegen. Auf jeden Fall die... Okay, ein Pack wird es sein. Bei Rafe bin ich gespannt, was sie noch mit dem Magnus zusammen tun können. AP ist cool, aber noch cooler ist, wenn sie da wirklich Follow-up für haben. Und das wird interessant. Die Follow-up zum einen kann natürlich einfach Void Battle Fury sein, wenn er hier nicht mehr aufs Shadowblade gehen will. Shadowblade ist immer noch gut, glaube ich, hier gegen Puck, der wahrscheinlich kein frühes Gem tragen wird, einfach weil er... Ja, weiß ich nicht. Kann er tun, aber ist jetzt nicht so stark in das Game auf Puck wie auf Batrider. Trotzdem... Tja... Tja, trotzdem könnte er durchaus ein Game mitpicken. Tja, dann zwei Wands und zwei Picks noch und dann schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Es könnte durchaus aber später gehen mit Juggernaut Morphling und Magnus Void. Kann das hier durchaus sich ins Late-Game ziehen. Lassen Sie aber hier viel. Gut. Ah, okay. Ach, okay. Diese Funktionalität konnte ich noch nicht. Okay. Wie auch immer, Storm Spirit ist der Bann für Regal. Offline Pack, Morphling, Storm Spirit? Support Jugger oder was? Ne? Storm Spirit Bann ist vielleicht ein bisschen komisch. Vielleicht haben sie auch einfach irgendwas gebannt. Bloodmother noch für die Offline weg. Auch sinnvoll. Wäre ein guter Held gegen Jugger und gegen Morph vielleicht auch. Ist generell ein starker Hero. Anti-Push ist da nicht so relevant vorhanden. Morphling Pack können zwar den Lane defen, aber ansonsten. So. Rafe. 8 Sekunden Zeit für eine Combo. Vielleicht gehen sie greedy. Darkseer ist die Kombo. Oh, full Teamfight. Das freut mich zu sehen. Das wird cool. Also ein Darkseer auf der Offlane. Void Carry wieder und ein Magnus in der Mitte. Coole Sache. Das wird auf jeden Fall einige sehr, sehr lange Stunts werden für Regal. Wenn es hier ganz gut überlappt wird. AP kommt rein. Wir haben einen Lift, um den Lift Duration für den Stun zu bekommen. Noch ein kurzes Vakuum. Alles währenddessen in der... Tja, in der Wall und dann, keine Ahnung, vielleicht sogar nach der Wall, ein Skewer in die Wall, durch die Wall und dann in die Krone, sodass die Illos aus der Wall noch angreifen können, außerhalb der Krone. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Trotzdem noch Eisblast rein. Wenn jemals eine AP hier auf mehr als drei Leute trifft, würde ich sagen, ist das Teamfight sehr schnell vorbei. Aber das wird auch schwierig. Gegenpack. Gegen Scarif Mage mit einem Silence. Ja, wird es halt auch schwierig, das Ganze durchzuhalten. Und so ein einfaches Ding zu halten. Und ein OD für Regal. Ist es wirklich ein Support-Juggernaut? Cooler Shit hier, der ausgepackt wird. Aber ja. Visa im OD in der Mitte. Boise Support-Morphling? Wait, what? Okay, ist Support Morphling? Oder vielleicht kann Boise den einfach nur besser spielen. Sehr interessant. Bin sehr gespannt auf die Lanes. Leute beschweren sich für den Stream. Schau ich da mal rein. Sollte eigentlich alles okay sein.
Na gut, dann beginnen wir das Spiel 2 zwischen Wraith und Regal. Tja. Und die Lanes nach... Scheint es ja. Carry Jugger. Visem in der Mitte auf dem OD. CK Support Skyrath Mage zusammen mit Boise. Support Morphling. Und JNY auf dem Pack Offlane. Okay. Tja, auf der Seite von Wraith. Auf der Seite von Wraith haben wir Chrissy auf dem Magnus diesmal. Nicht auf dem Void wie letztes Mal. Ryo auf dem Void oder Ryo auf dem Faces Void Carry. Cast und NB übernehmen wieder wie letztes Game. Rubik und AA. Und Jo auf dem Darkseer auf der Offlane mit gut Regen. Mal schauen, ob hier Wraith wieder die Kills bekommen, beziehungsweise ob sie Kills abbekommen. Ob sie wieder engagen wollen und ob sie es wieder abgeben. Die Level 1 Engage ist diesmal, glaube ich, ähnlich stark und sie versuchen es wieder. Chrissy kriegt Damage, ist Skewer, aber jetzt und Jane Y ist sehr schnell tot. Chrissy versucht hier zu engaged zu werden, aber auch schön von Boise hier rausgegangen. Aber Ryo's da, Slow ist weg und einiges im Move Speed auf dem Morphling mit Boots First, um das hier zu machen. Diesmal kriegt Wraith den einen Kill. Auch schön gemacht von Pack, der da viel zu tief drin ist und zu spät halt auch wirklich rausgeoppt ist. Von daher, bam. Ja, die Lanes sind zumindest auf der Offlane, wird wahrscheinlich Darkseer seine Last jetzt bekommen. Wird hier natürlich erstmal rausgeharrist, kriegt aber hier mit der Lane Level 2 und damit die Einshell und kann halt anfangen, Creeps zu einshellen. Hat jetzt auch Erfahrung erstmal bekommen, wird hier low, klar, aber hat genug Regen, um zu überleben auf der Offlane. Pack wird, ist wahrscheinlich einfacher zu haben, so viel Lockdown haben sie einfach nicht auf der Lane. Und in der Mitte wird Chrissy eine fiese Zeit haben. Gegen OD zu lane macht keinen Spaß. Und wenn Boise einfach mit Boots First den Kurier tötet, dann ist es natürlich umso besser. Ah, kein Skewer hier möglich. Aber Rubik ist da. Da könnten sie eventuell einen Kill bekommen. Aber Waveform raus und schön auf den Highground. Und nicht möglich, irgendwie weiter was zu machen. Tja, Support Morphling scheint zu funktionieren. Interessant. Jehu ist hier weit drin, hat aber den Einschellen Creep, der hier ziemlich doll den Juggernaut nervt. Aber ja, wird wahrscheinlich seine Last jetzt bekommen. Erstmal Regal ein bisschen besser im Farm. Besonders die Mitte wird wesentlich besser für Regal laufen als für Wraith. Chrissy muss irgendwas aus dem Hut zaubern, um diese Lane irgendwie zu überleben. Und davon halt den OD abzuhalten, hier komplett außer Kontrolle zu geraten. Denn ich wüsste nicht, was den OD hier irgendwie stören könnte. Bisschen Harris oder so, aber hey. Dutchat. Dutchat. Tja, ja. Jamie farmt sein Ding durch. Juggernaut hat jetzt hier so langsam eine schwierige Zeit, irgendwie auf der Lane die Last jetzt zu holen. Ohne dabei komplett down zu gehen. Unterm Tower geht das. Bisher ist es halt noch so, dass keine Double Einshells benutzt werden. Aber wie sieht es aus mit Soul Ring? Wird wahrscheinlich gleich online kommen. Kurier ist halt keiner da. Ist halt ein bisschen doof für das Rezept, aber ist auch bald wieder da. Dann ist auch direkt Flying da. Und dann wird hier Soul Ring Action mit wahrscheinlich Double Einshell kommen. Und das wird auf jeden Fall dann verhindern hier. Außerdem, Darkseer ohne Boots ist natürlich so eine Sache. Hinter so einem Skywraith Mage mit Boots herzulaufen, wird auch mit Boots schwer. 25 mehr, weniger Movement Speed sogar, wenn beide Boots haben. Ja, trotzdem passiert gar nicht mal so viel. Wraith auf der Top Tri-Land farmt hier ganz gut. Park snipt sich sogar hier den Pull-Through. Damit Double Creep wäre für Park und
Ja, Wraith müssen hier versuchen, hier durch zu pullen oder hierher zu pullen. Aber trotzdem, ja, 10-1 gegen 17-8 ist vergleichsweise okay. Das Schwierigkeit wird halt jetzt einfach auf der Lane gegen den Odie zu holen, besonders wenn er halt sowas machen kann und dann einfach die Rune snappen kann. Illusion-Rune ist da, Mana ist halt einfach keins vorhanden. Doch, jetzt ist Mana vorhanden tatsächlich. Und Liv zurück in den Cold Feed. Wunderschön gemacht und Vizen geht hier down. Das war die Möglichkeit, die Chrissy gebraucht hat, um irgendwie wieder in dieses Spiel zurückzukommen. Oder die Lane nicht ganz hart zu verlieren. Schön gemacht auch von Rubik, gerade so den Liv zurück in die Cold Feed und damit den Kill geholt. Schöner Scheiß. So, 28-10. Juggernaut ist immer noch gut im Farmen, aber Void ist up there und tut sein Bestes, um im Farmen dran zu bleiben. Jerry jetzt im Dschungel. Guck mal, ob er hier CK findet, aber hey, immer noch kein Movement Speed. Bottle hat er jetzt. Immerhin. Muss hier auch durchaus aufpassen. Versucht, geht hier tatsächlich aggressiv rein gegen Morphling. Die Frage ist, ob es reicht und es sieht nicht danach aus. Juckt hier schön. CK mit den Jukes. Und jetzt muss halt Jayo aufpassen. Kann hier noch versuchen, ein paar Creeps zu farmen, aber OIZ ist halt auch da. Weiß nicht, zu zweit können sie eigentlich nicht so viel tun. Von daher lassen sie ihn lieber in Ruhe. Mana ist halt auch wieder da für den Search. Von daher erstmal okay. Soul Ring wird wahrscheinlich danach kommen. Bottle Soul Ring. Weiß nicht, ob er den Soul Ring hier skippen kann oder sollte. Überlässt Rubik gerade die Lane, der sich hier ein bisschen Erfahrung abholt. Level knapp 4 nach 5 Minuten. Das ist verdammt gute XP für den Rubik. Aber pack geht. Ja, der Chat beschwert sich gerade, dass die Qualität hier so gut ist. 2 Mbit. Ist halt natürlich immer schwierig bei internationalen Streams, würde ich jetzt mal so sagen. Also, 2 Mbit für Deutschland ist vielleicht wenig. Komplett auf der Welt kann ich das natürlich nicht davon behaupten. Von daher ist es nachvollziehbar, dass einige Leute Probleme haben. Aber ich glaube, solange ich nicht partnert bin, wird sich das schwierig ändern lassen. Ja. Die Alternative wäre halt irgendwie auf 480p runterzugehen. Und ja, dann wird wahrscheinlich umso mehr Leute, die sich jetzt beschweren, dass sie Buffering-Probleme haben, werden dann halt gehen, weil der Stream zu scheiße aussieht. So, hey. Und daher, sorry guys. Tja. Aber gut. Zurück zum Spiel. Chrissy hat das Ganze doch überlebt, obwohl der Hammer gedroppt wurde. Und, oh, Rubik mit Tranquil Boots. Ich weiß nicht ganz, woher sie das Mana herbekommen wollen. Besonders gegen den OD bin ich mir nicht sicher, ob hier Tranquil Boots die richtige Entscheidung sind. Aber wird man im Endeffekt dann halt sehen, wie es funktioniert. Jayo muss in den Jungle zurück, hat auf der Bottomlane da keine Lust mehr oder keine Chance mehr. Überrascht ich ein bisschen, weil eigentlich mit dem Soul Ring sollte er einfach nur Double Iron Shell machen können. Kriegt wenige Level, aber hey, er ist Level 7 nach 7 Minuten. Ich glaube, über Level braucht er sich nicht zu beschweren. Gibt hier Rubik die Level, ist halt auch schön, aber keine Ahnung, könnte vielleicht auf der Bottomlane mehr tun, besonders um diesen Push abzuhalten, der langsam kommt. Und der Tower wird jetzt hier gepusht. Da hätte Jayo definitiv auf dem Dax hier was tun können. Aber erstmal Toplane. Cast geht hier down. Wollen sie hier einen Go machen? Ja, sie wollen hier einen Go machen. Schöne. Oh, schön, aber mit der Wall gesniped. Und kein Mana. Leider für die Chronos 4, sonst wäre Puck wahrscheinlich auch noch down gegangen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Juggernaut, der sich den Rubik snackt. Und das ist halt genau das Problem, dass halt Rubik nicht so wirklich gut auf der Lane stehen kann, im Gegensatz zu dem Dax hier, der immerhin von hinten Einschell machen kann. Tower wird wahrscheinlich demnächst low gehen, von daher sollte Jayo zurückgehen. Aber erstmal sagt er, hey, weiter farmen. Level 8 nach 8 Minuten, okay, 1600 Gold, frühes Mech. Wenn es das Mech wird. 2 zu 4 für Wraith aber erstmal. Mit wichtigen Kills quasi. Oder? Ja, naja. Wahrscheinlich mit Even Kills eigentlich. Dann wäre eigentlich
Beide Supports sind gestorben, weil. Aber halt, Pack schon zweimal down, ist halt das große Ding. Auch schöner D-Ward hier von dem Lane Ward. Gewusst wo, beziehungsweise halt alle anderen Locations ausgeschlossen. Und dann easy D-Ward. Bottom Tower geht jetzt hier down für Rafe. Cloud snackt sich den ganzen, hat auch schon seine Master of Madness fertig. Und ist ganz gut unterwegs, 1400 Gold. Schauen, was er danach geht. Ob er erstes Aghanims nimmt. Ob er vielleicht. Was war das andere? Blinkdagger vielleicht first? Kann vieles sein. Tja. Aber jetzt, ha, Krone oben auf Janeway. Schön geguckt gerade. Und easy Kills. Ja, da ein bisschen zu spät mit dem Chilling Touch, aber nicht nötig. Auch schön den Solo-Kill hier. Trotzdem, oh, Chrissy, hat er die Krone ab hier herausbekommen tatsächlich und hat nichts getroffen. Das ist schade. Trotzdem aber immerhin weggekommen, ohne Kills zu bekommen. Oder ohne Kills an Visum abzugeben. Besser als nichts hier. Krone aber, Dingens down. AP down, was vielleicht nicht ganz gewollt war. Level 9 nach 10 Minuten. Ja, Darks hier mit Midas jetzt. Holy shit. Ja. Jo wird fett. Jetzt oder später. Aber das wird halt auf jeden Fall auch schwierig. Haben einen Morphling-Illu, die wahrscheinlich stark sein können. Oh, die Illu und Juggernaut-Illu. Danach in der Wall. Die wahrscheinlich sehr schnell mit dem Aghanims gefüllt wird. Das könnte besonders halt im Late-Game langsam böse werden. Haben da halt schön drei starke Cores. Und jetzt ist es aber für Jo. Vollendet. Schön mit dem Omni-Slash. Bam. Schade für ihn. Aber, tja, hat halt zu lange unten gewartet, war zu greedy. Hat halt keinen Water gehabt. Hat aber die Midas und wird deshalb erstmal nicht so viel verlieren. Omni-Slash gestohlen. Das Problem ist aber, er kommt jetzt hier nicht weg. Aber kann er noch rechtzeitig TP'en? Oh, ganz knapp. Das war fast im Last Hit. Ganz knapp. Aber der Omni-Slash auf Rubick. Der könnte demnächst für einige Kills besorgen auf der Toplane. Geht es wieder zurück an Park mit Lucky Bashes, seriously. Und der letzte Hit von Ancient Vision holt sich noch den Kill. Oh, First Hit. Time Lock. Okay, 25%. Immerhin. Gab schon First Hit Bashes mit 10%, was dann halt wesentlich mehr RNG war. Aber ja, First Hit Bash, da kann auch der Park leider gegen nichts machen. Besonders, weil er, glaube ich, keinen Mana für einen Orb hatte. Das hat natürlich Volt gesehen und schnell den Go gemacht. Oh, die mit Midas, ja. Hat auch bald seinen Force-Staff. Wenn ich bald sage, meine ich, er ist noch sehr früh in seinem Force-Staff drin. Dauert noch ein bisschen. Aber immerhin Midas Gaming hier auch. Wie viel Midas haben wir eigentlich an Bord? Okay, nur zwei. Midlaner und Offlaner. Wall ist hier draußen. Cloud hat den Omni-Slash gefangen. Aber mehr kriegen sie leider nicht raus hier. Die Wall-Illus sind nicht so gemicrot worden, um hier wirklich den Damage drauf zu hauen. Jo wird hier wohl down gehen. Versucht das Ganze noch zu juken. Ein Hit noch. Oh. Er kommt hier wohl weg, aber hinterher Boise. Letzter Hit als Support. Nicht möglich. Und tatsächlich verlieren sie nur den Rubick. Für ein Exchange mit 5. Space created, natürlich. Für Rafe. Besonders für oben halt den Void. Der die Mask of Madness auch fertig hat. Und danach diesmal auf Maelstrom geht und nicht auf das Shadowblade wie vorher. Visum könnte hier eventuell poppen. Ah, 114, 100. Oh. Defensive Astral, aber nicht nötig gewesen. War ganz knapp unter dem Kill Threshold, der bei, ja, 10% Health liegt. 10% Health und 80 und er war auf 100. Also zwei Ticks zu wenig. Ein Damage Hit. Rubick versucht hier hinterher zu kommen. Mit dem Orb hätte es eventuell tatsächlich danach geschafft, aber Dagger vorhanden auf Pack. Und nachher hat er da umgedreht. Und hätte auch sonst nicht bekommen. Rubick hat hier die Urne fertig, wie es scheint. Nach 13 Minuten kann er dann jetzt wohl anfangen, auf den Blink zu sparen. Wird aber noch eine Zeit dauern. Der Networth. Danke, Chat. Der Networth sieht aus wie ein Penis. Sehr viel hoch und runter. Erstmal hier auf Ryo gucken, der aber wegkommt.
Ja, hin und zurück. Jetzt übernehmen das Rave kurz, einfach weil sie den Tower auf der Top-Lane bekommen haben und es wieder ausgeglichen haben. Im Farm sind sie weiter voran, besonders Jayo auf dem Zax hier, der jetzt Level 10 ist und einiges Gold gebunkert hat. Kommt da was für ihn? Ja, Nick. Chrissy holt sich hier den Blinkdagger. Also Blinkdagger für Magnus dann nach 14 Minuten endlich auch online. XP-Graf war schon immer auf der Seite von Rave. Fast immer. Recipe End of Midas. Wait, what? Scheint das Recipe für AE zu sein? Oder wer hat denn da noch... Wer macht denn hier noch Midas Gaming? Ach, Void? Wait, das verwirrt mich. Warum liegt da 1500 auf dem Boden? Pickt das hier ab? Nee. Midas? Naja, Dreamcall auf Cast und Cloud holt sich den Kill hier. Relativ einfacher Kill. Invis wurde auf Magnus. Leider ein bisschen zu spät kam, um das Ganze hier zu turnen. Hallo, Midas? Warum? Was tut das? Komische Sache hier. Sehr komische Sache. Magnus mit der Invis-Rune, aber kein Damage da, um halt hier Cloud in der AP zu holen. Aber the trap is ready. Der Ward ist da. Counter Ward kommt jetzt hier, aber ein bisschen zu spät. Blink ist da, Skua zurück. Oh, daneben. Das ist bitter. Mal schauen, ob Rurik das noch hinbekommt. Kann jetzt hier nicht jointen. Und Defensive Astral sichert hier das Leben vom Scareth Mage. Wall zurück, nicht in die Wall rein mit dem Vacuum. Das ist bitter. Das ist bitter. Haben hier sehr viel benutzt für nichts im Endeffekt. Zeit ging. Haben ein bisschen Space für den Morphling auf der Top-Lane behalten, der ja jetzt anscheinend ein bisschen farmt. Transition jetzt schon vielleicht auf den Carry. Ah, mit Arcane Boots. Keine Ahnung. Kann man immer noch einen Platz dran machen. Daher, irgendwie transitionen geht irgendwie sowieso. Trotzdem 4 Cores. Das im Late Game natürlich ein Problem für Rave wird. Und daher sind sie hier so ein bisschen auf dem Timer und müssen es hier irgendwann beenden. Ah, Midas war für Ancient Liberation. Hab ich schon richtig gedacht. Der einzige Held, auf den man sonst halt noch Midas baut. Aber eventuell der Go. Chilling Touch ist drauf. Und mal schauen, ob sie hier die Bait abholen. Ja, sehen, dass es hier eine Elo ist. Nein! AP! Oh no! Das dachte ich, dass sie das sehen, dass hier eine Elo ist. Aber und auch noch Krone daneben und Eisblast daneben. Oh Gott, Rave. Was passiert hier? Cloud geht ham. Alles daneben geschossen, was Rave konnte. Und Jayo kommt nicht weg. Chrissy Skua daneben. OD holt sich Jayo, ja. Diven jetzt hier noch. Magnus holt sich noch den Scareth Mage, aber bezahlt dafür wahrscheinlich auch mit seinem Leben. Rave Throne ein bisschen, lol, haha, ja. Definitiv, holy shit. Triple Kill für Wiesem. Also, bei so viel Fail, kein Wunder. 4000 XP für Regal und knapp 2500 Net Worth Change. 1 zu 4 Exchange. Selten so viel Fail gesehen. Ja, passiert. Witzige Aktion. Ich lache keine Menschen aus, aber... Oh Mann. Vielleicht kamen da Lexpikes oder so. Aber auf jeden Fall, Regal jetzt die Möglichkeit gegeben, hier die Oberhand zu haben. Den Grafen sollte das auch definitiv jetzt die Oberhand für Regal. Und wenn sie eins bekommen haben, dann ist es jetzt die Möglichkeit, das Game hier weiter in ihr Favor zu ziehen. Und vielleicht das Game zu gewinnen. Es sieht auf jeden Fall gut hierfür aus. Besonders mit dem Rubik, der sich jetzt hier noch zeigt und wahrscheinlich wegkommt. Ja, Omnislash will er nicht benutzen, beziehungsweise auf Cooldown. Das ist auch ein guter Grund, den Omnislash nicht zu benutzen. Aber ja, gut von Rubik, dass er da wegkam. Schnell reagiert, schnell geslashed. Und dann... Und dann den Go. Tja, Magnus könnte hier vielleicht initiated werden, boy, sie ist... Ja, aber schneller blinkt natürlich raus. Alles easy. Der Snipe? Ja, kein Follow-up. Rurik muss auch mal... Ja, mal schauen. Next
mal Morphen-Skillen, damit er mehr als 800 Leben hat. Aber das wird wahrscheinlich im Laufe des Games irgendwann passieren. Spätestens wenn Rafe den ersten Fight gewinnen und Jayo am Morphen ist, wird es wahrscheinlich passieren, wenn Rubik noch im Leben ist. Irgendwann. Aber erstmal Smoke hier auf Cast, der immer noch keinen Midas fertig hat. Das sind 6, 5 Gold. Hat er hier endlich das Gold, um das Midas zu holen, und stirbt hier direkt, nachdem er das Midas gekauft hat. Oh. Bittere Sache, aber immerhin gerade so rechtzeitig für die Boots. Ah, die schöne Illusion-Rune, die ihn genau da gerettet hat. Aber ja, kein Omnislash. AP wird hier benutzt. Skewer zurück. Ja. Und das sollte ein Kill auf Cloud sein. Dominating Streak an Magnus. Passend, der jetzt auf jeden Fall gut auf dem Weg zum Forstef ist. Braucht noch 800 Gold, aber... Aber ja. Ist auf dem Weg. Wichtiger Kill für Rafe, um hier zurückzukommen und das Game nicht komplett abzugeben. Außerdem jetzt die Möglichkeit hier für Rafe, T2 für T1 zu traden. Regal ist in guter Position, um auf jeden Fall diesen Tower zu nehmen. Sollten sie nicht deffen. Besonders hier mit dem Ice Blast sehen sie halt wirklich, okay, das ganze Team ist da. Dann kann Jayo zumindest den Push anfangen und danach deffen. Aber mit dem Smoke scheinen zumindest Rafe da was rausbekommen zu wollen. Pack es da. Oh, schönes Vakuum zurück. Aber... Ja, Rubik hat nicht aufgepasst. Da war definitiv eine halbe Sekunde Zeit, um da zu liften. Vielleicht Ping-Issues. Mehr als genug Zeit eigentlich. Vielleicht war aber auch knapp die Reichweite zu kurz. Hätte eigentlich gepasst, aber... Naja. Ancient Vision hat jetzt auch das Midas fertig. Und ist damit auf dem Weg zum Arganems. Blink rein. Dreamcoil trifft. Jayo wird hier down gehen. Aber, ja, Spin gestohlen. Hilft nichts. Muss hier mal wieder rausspinnen. Just Jayo down geht, ist bitter. Und er wird hier wahrscheinlich auch nicht fertig sein. Da kommt euch der nächste Kill. Und der Hit hier drauf. Janeway geht nicht zurück. Eventuell wird er jetzt hier vom nächsten Blink Dagger. Ja, kommt hier weg. Ist nicht genug, um dahinter zu kommen und zurück zu skewern. Von daher ein 2-0 Trade für Regal, Change für Regal hier. Gut gemacht, auch gut mit der Dreamcoil gefunden, und der Ward hier zahlt sich richtig aus dadurch. Roshan eventuell jetzt möglich mit der Healing Ward, die aber leider auf Cooldown ist. Müssen sie da noch ein bisschen warten. Ja. Networth, ganz klar. Networth hier zeigt halt ungefähr auch die Last Hits an, von daher kein so großer Unterschied. Wer hätte es gedacht, die beiden Farmer von Regal sind weit vorne, aber nicht so ganz, ja, nur Void kann folgen. Der Rest ist doch ein bisschen abgeschlagen. Regal hat den Farm und hat alle Möglichkeiten, um hier das Game entscheiden zu können. Die Frage ist halt, wie die Teamfights laufen. Rafe hat ein starkes Teamfight-Lineup und können ja auch von hinten noch, wenn sie schlecht stehen, gute Teamfights rausholen. Ja, XP... Zieht jetzt doch wieder weiter nach oben für Regal. Hatten es ein bisschen wieder even gemacht, aber jetzt durch Regal, durch die beiden Kills auf Jayo und auf NB, sind sie wieder hinten. Rafe guckt mal hier, ob sie vielleicht ein bisschen Pressure in den Tower machen können, denn Regal verbringt die Hauptzeit irgendwie im Dire Jungle. Und da werden sie gucken, ob sie hier ein bisschen Trading, ein bisschen Action machen können auf der Map. Der 2 Tower hat eine kleine Creep Wave, nicht genug, um Probleme zu machen. Außerdem ist Visem da, um ein bisschen Farm rauszuschlagen. Aber ja. Der T2 Tower von Rafe ist jetzt im Push, under Siege. Und jetzt müssen sie gucken. POTs, Blink Dagger. Jayo ist gefarmt, as fuck. Muss man sagen, Networth einiges. Trotzdem wollen sie hier anscheinend nicht deffen. Die Ultis sind alle ab. Aber... Ja, interessant, dass sie hier nicht deffen wollen. Hilfe wäre jetzt wahrscheinlich schon ein guter Zeitpunkt, aber sie wollen den Rohschwamm trade. Und wahrscheinlich auch ganz gut, denn wenn hier Regal und Juggernaut noch die Rohschwamm bekommt, dann... Ja. Dann wäre das vielleicht schlecht, von daher schöner Deny von der Aegis hier. Also, ja, Rafe kann natürlich auch was mit der Aegis anfangen. So ist es nicht. Aber es ist wichtig, dass hier Regal nicht bekommt. Die Frage ist, ob sie den nicht bekommen, denn hier kommen sie gerade alle an. Und ich glaube nicht, dass Rafe schnell genug sind. Das wird entscheidend hier sein.
hat hier... Na, Morph. Chrono auf 2 tatsächlich. Ja, Chris immerhin. Aber nur beide Supports hier, ne? Das ist bitter. Und jetzt sind sie hier wirklich zu dritt. Aber... Ja, AP ist noch ready, ne? AP könnte hier... Blink? Nein? Will er nicht machen? Echt? Das wäre die perfekte Möglichkeit, hier zu blinken. Weiß nicht, ob er hier schläft. Oder was da los ist. Oder sie kommt gerade so weg. Das war, glaube ich, ein Buyback? Kann sein. Rai geht hier rein. Oh, schöne AP. Und Cloud kommt hier auch ein Problem. Oh, schön, dass Gwyn auch noch... Und tatsächlich ein Teamwipe. Holy crap. Holy crap. Ich konnte mal gerade keinen Buyback. Es war irgendwie nur gerade so weggekommen. Aber was für ein Fight. Dann im Endeffekt doch noch geturnt mit der AP. Lange gewartet. Hätte ich schon gedacht, hier hätte er die bessere Möglichkeit gehabt, in der War noch die AP zu machen. Hat gewartet, hat sich doch noch ausgezahlt. Und schön viel Damage auch mit dem Void bekommen, der mit der Double Damage Rune natürlich dann schnell gecleant hat. Wichtig für Rafe, wieder im Spiel zurückzukommen. Networth wird jetzt wahrscheinlich dead even sein. Und auch XP sind da even. Und Networth auf einmal mit dem Void weit vorne. 3300 Gold auch noch. Wenn man da auch noch für Dinge benutzen kann. Wichtiger Fight. Und 16 zu 14 für Regal. Rafe holen auf. Aber Smoke von Regal ist jetzt vielleicht ein bisschen greedy, wenn sie das abgeben, haben sie das Momentum komplett verloren. Andererseits können sie es auch sehr schnell wieder zurückholen, denn Void ist das Einzige. Der Einzige, der hier noch da ist. Ah, Silenced, wunderschön gemacht und die Aegis ist gepoppt. Aegis Snipe ist da, Wraiths sind da zum Verteidigen, aber Aegis genommen, das reicht erstmal. Weil sie außerdem Blink Forster vielleicht hier. Sehr, sehr ja, mobiler Bild und ich glaube der Hauptteil wird tatsächlich einfach nur das Replicate sein. Replicate auf Faces Void und dann go. Jayo kommt jetzt hier aggressiv rein. Schon nach links und nach rechts gehen. Boise gesehen und gemorpht wird nicht. Hat immerhin, ja gut, immerhin hat ein Adaptive Strike gestohlen. Oh, kein Bash. Schade für Ryo. Aber gut für Regal, dass sie noch gerade so weggekommen sind. Es wäre nur der Scarlet Match gewesen. Ist nicht so viel. Aber Adaptive Strike macht mehr, wenn es 50% höher ist. Aber das ist es nicht. Ist alles even, von daher. Beides minimal. Na gut. Ist jetzt nicht so der beste Skill, aber er hat halt gehofft, dass er noch den... das Morph bekommt. Pustekuchen. Naja, irgendwann wird es kommen. 1500 Gold für Rubik. Beides erblickt er ja auch da. Es war ein wesentlich schlechteres Timing als letztes Mal. Andererseits hat er Urne gekauft. Von daher wird das Blinkdigger-Timing vorher genau das jetzt. Ja, Ice Blast Mist. Von daher wird hier Rubik wahrscheinlich kein Go machen. Bisschen hat auch keine Möglichkeit gehabt, irgendwie jetzt hier durch den Jungle zu kommen. Durch die Bäume dadurch. Von daher nichts. In Sachen Push sieht es tatsächlich für beide Teams doch sehr bescheiden aus. Also alle T2 stehen noch. Nur Rafe hat halt alle T1 verloren durch Early Aggressions. T1 von Regal steht halt noch mit 106 Leben in den Eye Range. Interessant. Aber klar, solange da erstmal kein Push kommt, Glyph ist halt auch noch vorhanden, von daher kann er erstmal nicht so wirklich gesniped werden. Und wenn die Sniperinos kommen, dann kann auch sehr schnell hier geturnt werden. So, Jayo. Ja, Rubik hat keinen TP, von daher sollte er sich hier sehr, sehr ruhig verhalten. Jayo findet hier, wird hier gefunden und ist sehr schnell down. Rubik ist noch stiller als vorher, denke ich so, oh oh, alle hier, nichts passiert. Mal schauen, vielleicht finden sie hier ihn aus Versehen, dass jemand immer nur auf, na Hits, Closest Hero with Long Range, hätten eventuell den Rubik dadurch auch so finden können, hat sich aber gezeigt. Und ich glaube, es war dieses TP in der Mitte, das er verändert hat. Von daher war es tatsächlich worth it, damit sie den Juggernaut in der Mitte bekommen. Ja, Rubik down. Und Juggernaut dafür aber auch down gegangen. Hab zu viel Rubik gemacht in der Mitte. Ja, war es Void, der einen Go gemacht hat auf den Juggernaut mit der Chrono. Und
wäre wahrscheinlich schlimmer gewesen, wenn Rubik nicht dieses TP verhindert hätte. A-Blast immer noch nicht. Massive TPs hier in die Mitte. Und hier zwei auf gar keinen Fall aufgeben. Dennoch haben sie den Vorteil einfach. Forst ist schon länger da. Refresher tatsächlich in... Was ist das? 2000 Gold fertig. Von daher gar nicht so schlecht. Gar nicht so weit weg von dem Refresher. Der auf jeden Fall die großen Turns halten könnte. Mal schauen, auf was Darkseer geht. Ob er jetzt hier auf Arganims geht, ob er auf Sheepstick geht, ob er auf, keine Ahnung, Refresher geht. Bin ich mir nicht ganz sicher. MKB. Wichtiges Item hier schon. Wobei Butterfly noch nicht im Kommen ist. Tatsächlich, okay, MKB schon. Naja, kann nie genug sein. Ein bisschen Leute, Minis dann, hey. Ich hätte aber trotzdem vielleicht einen Daedalus hier sinnvoller geachtet oder das Mjolnir erstmal fertig machen. Ich sehe hier nicht so direkt den Hero, der das dodgen kann. Klar, Butterfly wird kommen, aber erstmal noch nicht. Bin erstmal scheint es eine Abyssal Blade für den Juggernaut zu werden. Haben wir gesehen, aber auch Regal hat noch den kurzen Schatten gesehen von dem TP und gesehen, okay, der ist weg. Der T2-Tower ist aber jetzt in ein Problem und Wraith kommen so langsam erst. Rubik ist auf dem Weg, kann leider seinen Blinktag nicht kaufen. Denn dann hat er kein TP. Okay, geht im Greedy Build. Hofft, dass er hier noch ein bisschen Zeit hat. Sollte hier auf jeden Fall den Lasted bekommen und den anderen auch, damit er halt schnell zurückgehen kann. Hat aber keine... Ah, das ist bitter. Jetzt kann halt hier nicht zurückkommen und... Gut. Regal pushen nicht, zum Glück. Hätten sie gesehen, dass der Rubik kein TP hätte, hätte sie vielleicht hier ein 4 gegen 5 Teamfight machen können, wobei tatsächlich auch OD gar nicht da ist. Von daher hier so eine Sache. Beide Teams mit einem Hero missing. Aber jetzt ist Rubik da. Jetzt könnten sie eventuell einen Go machen. Wraiths sind gesmoked, OD ist nicht da. Weiß nicht, ob das hier sinnvoll ist, hier zu goen, aber ja, okay. Rubik wird jetzt hier geburstet. Und Wraiths sind zu weit weg. Könnten hier vielleicht versuchen, eben noch den Weg abzuschneiden. Aber... Sieht nicht danach aus, als ob sie hier noch was tun können. Bisschen bitter, dass Wraith da gerade weggegangen sind. Aber beide Teams doch ganz gute Ganking Power. Der OD auf der Top-Lane hat jetzt allerdings eventuell ein Problem, sieht allerdings hier alle Rotations und TP hier einfach raus. Gute Entscheidung und schöner Ward hier, der hier Schlimmeres verhindert. Mit haben wir wieder Magnus, der wahrscheinlich gleich schnelle Blinks braucht. Wenn Puck ihn initiated, falls er das tun sollte. Die Juggernaut Illusions. Immer ein bisschen Chip Damage auf den Tower. Magnus Illo wird jetzt erstmal in Roshan reingestellt. Mal schauen, in einer halben Minute sehen wir, wie lange das noch braucht. Oder für diejenigen von euch, die aufgepasst haben. Irgendwann stand es mal bestimmt hier. Ja, Steel von der Juggernaut Illu. Kann man immerhin feststellen, ob es die echte ist. Aber es ist ein bisschen verschwendet, das Steel, besonders auf Level 2. 18 Sekunden Cooldown auf den Space Steel. Ist so eine Sache. Tja, Arganims in 1800 Gold. Für Cast hier. Dauert aber auf jeden Fall noch ein bisschen. Ansonsten von den Items her. Juggernaut wird wahrscheinlich auf Abyssal Blade gehen. OD hat sein Hex fertig. Ist damit erstmal gut. Und hat auch das Shivas fertig. Stimmt, das war das Item, was ich eben gesehen habe. Shivas und Hex of OD. 160 Intelligence. Könnte ein böser Hammer werden. Gareth Mage. Weiß nicht, ob er hier... Woods holt. Oh, okay. BKB wird aktiviert. Kein TP. Ja. Das wird schwierig, da wegzukommen. Aber das BKB hält noch gerade so nicht. Jay versucht hier noch den Movement Speed zu geben. Immerhin kommt er erstmal raus. Die Frage ist, ob das hält. Omnislash ist vorhanden und sollte aber hier eventuell... Ja, ist nicht ganz sicher, ob er hier wegkommt. Long Range ist dann. Und was ein langer Adaptive Strike. 3,5 Sekunden oder was macht das Ding, ne? 4,2 Sekunden Stun. Okay, kein Wunder, dass du den als Support spielen kannst.
Dadurch richtig schöne Kills geholt hier. 2 Cores down für Rafe. Und vielleicht auch noch Rubik. Wieder 4,2 Sekunden. Holy crap. Ja, Morphling Support. New Meta. 1900 Leben Support, der einen 4,2 Sekunden Stun hat, einen Escape hat. Ja, und easy nachher noch carryen kann. Und ein Replicate von einem gegnerischen Carry machen. Das heißt, 50% des gegnerischen Carries noch zurückwerfen. Ja, nicht schlecht. Muss man schon sagen. Hat zwar Early Game nicht so viel, aber ja, wir sind hier ein Problem. Kriegt ihr wahrscheinlich sogar einen Double Kill davon. Oh, ganz knapp. Hat hier noch die Kills bekommen. Faces Void mit dem Buyback. Gerade so, wenn das noch ein Kill gewesen wäre, wäre das hier easy Game für Rafe gewesen. Denn Dieback für Void wäre das schlimm gewesen. Trotzdem aber erstmal Rex down und Riggle sind hier auf jeden Fall gut dabei. Alle T2 Außentower weg. Und Engage, der hier unten angefangen hatte und einmal über die ganze Map gegangen ist, hat hier Rex geforst tatsächlich. Und Riggle sind in der besten Möglichkeit, dieses Winner Bracket Final zu einem dritten Game zu forcen. Mit einer sehr starken Performance. 30 Sekunden noch für Roshan. Buyback von Darkseer. Wir haben jetzt halt hier gesehen, dass sie reingehen in Roshan, aber sind da wieder rausgekommen. Von daher verfrühtes Buyback. Ein bisschen unnötig. Schade für ihn. Aber naja, werden wahrscheinlich hier Smoke und Roshan gucken. Ja. Smoke ist da. Mal schauen, was sie damit finden. Denn Roshan ist jetzt ab, ja. Das heißt, sie könnten den sich immerhin holen. Ja. Trotzdem, wenn sie da drin überrascht werden, ist es böse. Finden hier einen Roshan, sagen sich danke. Aber Riegel gucken da rein. Die Elo wird es jetzt scouten. Puck wird es halt auch scouten. Und das wird unser Teamfight des Games. Api nur auf Boy Z. Oh, und kann ihn nicht mehr scooren. Wird direkt gesilenced. Schön gemacht. Dreamcall auf 2. Auch ganz gut. Void ist down. Magnus ist down. NB fällt hier auch. Jo als letzter Überlebende des Ganzen. Wird hier down geburstet. Fällt auch noch down. Triple Kill für CK tatsächlich. Der sich hier mit den Balls, mit den Arcane Balls, die Kills stealt als Support. Tja, und das sieht mir sehr over aus für Rafe. Aegis wird jetzt auf Juggernaut wohl gehen. Tja, und das wird zumindest zwei Lines of Rex vielleicht werden. Ja, also die letzten Atemzüge von Rafe noch. Das sieht hier sehr nach Mega-Creeps aus. Und eine starke Performance auf jeden Fall für Riegel. GG hier von Riegel, für Riegel. Nach 36 Minuten mit einem Support-Morphling. Starkes Spiel, muss man sagen. Und das führt zu einem Game 3 zwischen Riegel und Rafe. In der Jornotal League Season 4 Asia Playoffs Winner Bracket Final. Beide Teams battlen sich sehr stark. Sehr schade auch für Jo. 1-7 bei so viel Farm am Anfang und so einem so guten Start. Schade, schade daher. Aber stark gespielt von Boy Z und auch Visim und Cloud haben hier starke Performance geliefert. Stay tuned für Game 3, was das folgt in Kürze.